Schaut euch das mal an. Das ist eine Haxe mit Zwiebeln in einem Biersud. Und wie ich das Ganze zubereitet habe und welche Zutaten ich benutzt habe, das kennt ihr, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die Zutaten relativ minimalistisch gehalten. Wir nehmen ein bisschen finnischer Salz oder könnt ihr ein Salz nehmen, was ihr wollt. Natürlich den Hauptdarsteller, die Haxe. Erzähle ich gleich ein, zwei Sätze noch zu. Ein paar Zwiebeln und einen Radler. Das Rezept ist eigentlich so simpel, dass man das eigentlich nicht per Video zeigen sollte. Aber das möchte ich euch nicht gerne vorenthalten, weil das ist mega lecker. Hatte ich schon mal und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Zur Haxe. Also wir kommen jetzt hier einmal her und gucken uns diese Haxe einmal an. Ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt dieses Tier und hier unten geht es runter zur Pfote. Und hier sieht man halt die richtigen schönen Muskelstrukturen. Also sprich hier wäre jetzt halt, wie gesagt, bei uns der Oberschenkel. Und ja, wir bereiten das jetzt quasi vor. Und zwar habe ich jetzt hier deswegen auch schon die Pfanne. Die Haut ist soweit sehr, sehr trocken. Also man zieht hier halt so ein bisschen. Klar ist jetzt halt so ein bisschen fettig. Das ist aber auch normal. Ich behandle sie nicht vor. Ich steche sie nicht ein oder ähnliches. Ich gehe jetzt einfach her und nehme Salz. Und gehe mit dem Salz nicht gerade zimperlich vor. Und salze quasi wirklich beide Seiten, also das heißt die Oberseite und die Unterseite mit dem Salz und lasse das jetzt circa für eine Stunde bis zwei Stunden auf der Hautseite so liegen. Das Salz, was runterfällt, das kann ruhig runterfallen, denn das brauchen wir nämlich nachher noch für die Soße. In der Zwischenzeit kann man die Zwiebeln schön in kleine Halbringe runterschneiden und dann schon mal in so einem Behälter auch beiseite packen. Dann haben wir hier ein schönes Radler, erstmal auf euch. Lecker. Auf jeden Fall kommt das auf die Zwiebeln drauf, also einfach drauf gießen und das Ganze dann auch in der ganzen Zeit so ziehen lassen, zwischendurch einmal umrühren. Ihr braucht das weder salzen noch irgendwie was, sondern einfach nur in dem Radler ziehen lassen. Den Grill habe ich jetzt so weit vorbereitet, dass er auf indirekte 160 Grad ist. Das heißt, ich habe in der Mitte unten einmal so ein kleines Glutnass gemacht und habe dann den Keramikgrill so weit vorbereitet, dass alles drin ist. Das heißt, Deflektorschild ist unten mit drin, eine kleine Schale ist mit drin. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir die Haxe vorbereiten können. Aber die Haxe selbst hier oben, die hat so viel Wasser gezogen, kommt man heran. Und dann könnt ihr dann sehen, dass das halt hier richtig schön am Glitzern ist. Und das gibt mir Hoffnung, dass das halt wirklich später aufpoppt. Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt einfach die Haxe hier raus und stellen die erstmal beiseite. Da unten ist zwar jetzt noch ein bisschen Salz drin, das macht aber nichts. Wir haben ja jetzt hier noch unsere Zwiebeln, die kommen da ja rein mit unserem Radler. Die haben auch schön richtig, sind auch richtig schön durchgezogen. Wir geben dann zum einen für die Haxe von unten ein bisschen Feuchtigkeit und zum anderen haben wir dann hier, wer will, später auch noch eine richtig schöne Beilage. Jetzt kommt die Haxe einfach wieder her und wird einfach wieder schön oben drauf gestellt, so dass sie von selber oben drauf steht. Und das wandert jetzt auf den Grill. Der Grill ist vorbereitet, Haxe ist vorbereitet und jetzt einfach drauf geben. Wie gesagt, 160 Grad erstmal für die nächsten, ich sage jetzt mal gut anderthalb, zwei Stunden. Und dann gucken wir uns das Resultat gleich nochmal an. Das sind jetzt anderthalb Stunden rum und jetzt gucken wir mal nach. Das sieht schon sehr hervorragend aus und ein kleiner Test. Ja, hier oben drauf ist schon. Hier machen wir jetzt einfach das Salz so ein bisschen ab. Streife ich so ein bisschen ab, einfach mit dem Tuch. Auch auf der anderen Seite, wie gesagt, das kann ruhig nach unten runterfallen. In der Hoffnung, dass das hier jetzt gleich auch noch ein bisschen aufpoppt. Und dann verändern wir hier so ein bisschen die Temperatur. Das Ganze ist jetzt abgetupft und jetzt erhöhe ich die Temperatur, wie gesagt, so ein bisschen. Das heißt, ich gehe jetzt von 160 Grad so zwischen 180 und 200 Grad, um die Seiten dann halt nochmal aufpoppen zu lassen. Ich glaube, das dauert nochmal so eine halbe Stunde und dann zeige ich euch gleich das Endresultat. Wir sind jetzt bei insgesamt zwei Stunden. Schauen mal nach und ja, richtig schön knusprig. Nehmt es jetzt runter und dann heißt es probieren. Und hier haben wir ein kleines Stückchen zum Probieren. Als erstes natürlich Amtshandlung, ein bisschen Haut. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Worte, oder? Richtig schön knusprig. Ich kreuze es mir zu Ende. A few minutes later. Und jetzt ein bisschen Fleisch. Wow.
Richtig schön. Der Saft ist richtig schön durchgezogen. Richtig, richtig geil. Bevor das kalt wird, werden wir jetzt schnell zu Ende essen. Und die Fliegen, das hier zu sehr attackieren. Essen wir da schnell. Und damit ihr das nachmachen könnt, habe ich das Ganze auf tobiasgrill.de runtergeschrieben. Da könnt ihr euch das Rezept sogar ausdrucken. Wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, einen Daumen würde ich mich sehr darüber freuen. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr darüber freuen. Sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.